So, und damit zuerst herzlich willkommen, Leute, zur neuen Folge von mir, Stridge One, bei Attack of the Team. Und irgendwie bin ich in der Außenperspektive, was mich wundert. Aber naja, wurscht. So, wir haben vorhin Rubberwood gefarmt und ich habe hier einen richtig coolen Block entdeckt, den ich vorher noch nie gesehen habe. Gebt euch mal. Das ist ein Viererblock. Ich weiß nicht, was man damit anfangen kann, aber es ist cool. Das sind die alles vier? Ach, das ist ein Viererblock-Bio. Nee, lol, nein. Ah, das sah jetzt aus wie ein Viererblock für mich. Weil ich nur eins groß bin, habe ich gedacht, das wäre ein Viererblock. fail. Ich war gerade voll begeistert, einen Viererblock gefunden zu haben. Okay. Orange Leaf, den hole ich mir noch kurz, weil ich hätte gerne die ganzen Orangen. Die bringen mir ganz gut was zu essen. Da muss ich nicht direkt wieder Tiere farmen gehen. Und Mucke ist schon mal geil und den Moos brauchen wir, glaube ich. Kann man auf jeden Fall mal mitnehmen. Denn damit kann man doch Auto-Repair auf seine Waffen tun, genau. So, war das da hinten ist unser Haus und dann gehen wir dahinter direkt mal. Hallo? Hackt doch bei dir, oder? Also die Viecher lasse ich mal noch leben, aber ich kann mir meinen Platz auf jeden Fall mal merken. Ist nicht so weit weg da hinten. Denn das ist immer ganz praktisch, wenn man das weiß. Das ist schon mal geile Mucke auf jeden Fall. Während Morph wieder nicht schlafen, ist klar. Dann trinke ich mal einen Schluck hier wieder direkt. Meine Standardaktion, wenn ich penne. Mucke ist einfach geil. Also ich weiß nicht, da kann man echt nur feiern. Wird wahrscheinlich auch nicht so gefallen, diese unruhige Art vom Let's Play. Aber, ganz ehrlich, ein bisschen Spaß muss bei Minecraft auch rüberkommen, wenn man die ganze Zeit nur farmt. Dann muss man da ein bisschen zeigen, ne? Hallo! Hallo? Du hast hier nichts zu suchen. Schöne Scheiße, jetzt bin ich eine Spinne. Wow. Nein, Spider ist sicher nicht auf Öl. Ich mache alle Geräusche gerade ultra Angst. Voll creepy an sich. Da, 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 da. Okay, was wollten wir erreichen? Wir wollten... Get down on it. Okay, das war's. Wir wollten einen Redstone Furnace bauen, genau. Was brauchen wir noch gleich dafür? Bricks müssten wir mittlerweile unten gebrannt haben. Lass mal nachschauen. Wir brennen noch. Aber wir haben einige schon mal, die dürften langen. Das war dann, glaube ich, alles, was ich dafür brauchte. Bin ich mal ganz zufrieden. Ich könnte eigentlich meine Minions, meine Kleinen, wieder arbeiten lassen. Wenn ich nur wüsste, wo ich meinen Master-Stuff habe hier. Aber wir müssen den ganzen Bullshit, den ich habe, auch mal aus meiner Kiste rausschmeißen. Erstmal im Inventar rausschmeißen. Okay, da unten ist ein Lava, schon mal gut zu wissen. Aluminium nehme ich mit, das nehme ich mit. Das befriedigt aber mich jetzt nicht ganz. Raw Rubber. Okay. Mobble Cobblestone braucht keiner. Das Ding kann ich auch mal hin tun, damit ich hier ein bisschen was hinsetzen kann. Dann packe ich mal den ganzen Bullshit rein, den ich erstmal nicht brauche. Jemanden nehme ich mal mit. So. Dann kann ich mir den ganzen Cobblestone raustun. Kann man ja irgendwann nochmal brauchen, vielleicht zum Craften oder so. Craften sage ich schon, zum Bauen. Das wird nicht mein einziges Bauprojekt bleiben, dieses Hochhaus. Das wird jetzt erstmal meine Schutzstellung sein und dann werde ich bald umbauen. In ein schöner gelegenes Gebiet. I like the way you work, so dag it up. So dag it up now. Okay. So, die ganzen Cobblestones hier wieder rein. Dirt kann auch... Hat Platz mehr, ne? Ja, du mich auch.
Dann schmeiß ich mir jetzt Bullshit weg, den ich echt gar nicht brauche. Hier brauche ich nicht, komm. Cobblestone kann ein bisschen weg. Cobblestone kann weg. Kohle brauche ich auf jeden Fall. Die ist ja wirklich elementar wichtig. Okay, das brauche ich auch. Marble Cobblestone kann weg. Ach, muss ich mich so hinsetzen. Mehr so oder was? Das nervt mich aber wirklich. So, was schmeiße ich jetzt einfach weg? Komm, es muss jetzt einfach schneller gehen. Dirt geht weg, das geht weg, das geht weg, das geht weg, das geht weg. Und diese zwei Köpfe, der kann auch weg. Und das Silikon habe ich in meinem Leben noch nicht gebraucht. Das brauche ich alles vielleicht irgendwann mal. Ja, das passt jetzt alles so. Und dann können meine Minions mal wieder arbeiten. Commit to Evil. Ah, ich habe doch, ich weiß schon, nevermind, sorry. Habe jetzt schon gedacht. Eins, zwei, drei, vier. Erstmal was essen. Ihr Schlünde, sage ich dann nur. Na, erstmal die Kiste auswählen. Danke. Die Gemeinschaft. Bitte hier. Arbeitet, meine Kleinen. Den ganzen Bullshit, den ich nicht brauche, kann da weg. Aber jetzt gehe ich jetzt mal nach oben, denn ich habe jetzt alles, was ich brauche für meinen Redstone Furnace, glaube ich. Denn ich bin ja schon ziemlich weit an sich. Da, Bricks, da muss ich. Genau, ich glaube, die waren so, ne? Ja, genau. Wer ist mit den 64ern? Wie waren das nochmal? Ach, ich muss ja. Ist klar. Das dürfte jetzt erstmal langen. Mehr als genug ausreichen. So, Mission Frame habe ich da schon einen. Ich bezweifle es sehr. Aber man kann ja trotzdem mal nachschauen, denn ein Mission Frame ist wichtig. Naja, ich glaube, ich habe da keinen. Ich habe ziemlich sicher keinen. Gut, dann muss ich da noch einen craften. Nicht ganz so schlimm, ist glaube ich nicht so schwierig zu craften. Glas brauche ich 4. Ich glaube, Glas ist unten. Naja, ihr mich auch. Und Gold. Glas und Gold. Gold habe ich nicht dabei, aber bestimmt unten. Glas ist auf jeden Fall hier irgendwo hier. Und Gold muss ich halt, ja, brennen. Aber da habe ich eine bessere Idee, anstatt das so zu brennen. Das wäre nämlich ultra die Verschwendung. Denn. Erstmal crafte ich jetzt mal ein paar. Oh gut, hier. Erstmal ein bisschen Ding craften, weil ich halte es nicht mehr aus mit so wenigen Kisten. So, jetzt habe ich da erstmal 8 Kisten, mit denen kann ich jetzt schon mal was anfangen. So. Hier kommen 2 hin. Wünsche mir die Eier. So, hier kommen 2 hin. Hier kommen 2 hin. Und hier kommen 2 hin. Und auch wiederum hier kommen 2 hin. Sehr schön. Jetzt kann ich den ganzen Bullshit, den ich habe, einfach mal wegtun. Sonst raste ich hier noch aus. Das ist ja viel Kohle, aber dafür habe ich dann auch nicht, dass ich das alles hier nicht bräuchte. So, perfekt. Dann Iron brauche ich. Mesh and Frame. Genau, so waren wir. Gold muss ich brennen. Da kann ich mir ganz kurz hier ein bisschen Pulverized Gold nehmen. Und ich hoffe, dass ich Cobblestone dabei habe. Nein, natürlich nicht. Also gehe ich hier runter. Bauen wir jetzt so ein Scheißteil ab. Möchte mich langsam alles nach oben verlagern. Und wenn ich schon dabei bin, warum nicht, ne? So. Das hier hoch und das dahin. Da einer hin, da einer hin. Ne, wie sieht das beschissen aus so? Menschen so. Nicht so. Ich wollte etwas anderes hinbauen, egal. Wie baue ich das am geschicktesten noch irgendwo hin? Ach, zwei langen erstmal. Danach habe ich immer einen Redstone Furnace. So, da kommt die rein und dann mache ich das Gold hier draus. Die kommt hier rein. Und ich habe hier wieder ein bisschen Cooked Food. Das ist auch sehr gut. Chest nehme ich mit. Das kann da rein. Und Redstone Transmission kann ich noch brauchen. Aber ich brauche einen Redstone Reception. Kriege ich aber auch leicht hin. Ich glaube, das habe ich hier hin.
Dann brauche ich die 2 für die Reception. Also 1 eigentlich nur für die Reception, aber ist jetzt nicht so wichtig. So. Dann 2 Copper Ingots. Da habe ich bestimmt irgendwo welche. Irgendwo habe ich welche. Alles mitnehmen, da habe ich da irgendwo Copper. Da ist Copper. Ah, da hatte ich gut, perfekt, habe ich ja alles. So. Die Erze kommen hier jetzt wieder rein. Und jetzt kann ich mir, glaube ich. Ne, ich brauche noch irgendwas, wahrscheinlich ein bisschen mehr Gold und. Was brauche ich denn für einen Scheiß? Glas 4 müsste ich haben, oder? 4 Glas habe ich, ja. Und 4 Eisen. Hä? Ah, gut, habe ich doch. So, dann kann ich das hier. Sehr schön, damit ist der Redstone Furnace auch geschafft. Ich brauche hier wieder so eine Energieverbindung und kann den dann hier hinsetzen und die Energie von hinten anlaufen lassen. Dazu muss ich aber erstmal das Ding lädt sich noch nicht auf, okay. Obwohl wir hier noch ein bisschen was über haben. Okay, ist nicht so wichtig. Kann man auch irgendwas anderes reinfinden? Nee, geht nicht. Schade, da muss ich mir jetzt wirklich die Kohle schnappen. Ja, die ist schon, hat man echt immer wenig. Das nervt mich ein bisschen. Und das muss jetzt erstmal langen. 11 Stück ist vom Rest nicht so geizig. Und dann müsste sich das ganze zauberhafte Ding hier aufladen. Genau. Dann hätte ich aber gerne auch noch eine Leadstone-Energiezelle, damit wir ein bisschen Speicherung drin haben. Genau, Leadstone-Energiezelle. Die ist ja ziemlich leicht zu kriegen, glaube ich. Lead, Redstone-Block und hier Glas. Ja, Lead müssten wir vielleicht irgendwo haben. Ja, Lead. Dann Redstone Block kriegen wir auch ganz leicht hin. Und ich. Glas war es noch, ne? Ja, ja, toll, ne? Ich zweifle wieder, dass wir überhaupt 4 Glas bestimmt. Also, kurz runter. Und sich ein bisschen holen. Ein bisschen Sand, damit wir uns ein bisschen Glas craften können. Das ist mal ganz wichtig, finde ich auf jeden Fall. Ziemlich wichtig. Diesmal crafte ich auch ein bisschen mehr, denn ich habe jetzt irgendwie keine Lust, einen halben Tag dann wieder später, na, ein, zwei Tagen wieder suchen zu gehen. Also dann jetzt erstmal 46. Dafür, da ich zu geizig dafür bin, dafür was auszugeben, habe ich jetzt Sand reingeschmissen. Das geht auch außerdem echt viel, viel schneller. Okay, dann muss ich hier noch kurz einbauen. Ausgang war orange, wenn mich nicht alles täuscht. Jo, perfekt. Dann haben wir hier auch mehr Speicherung drin. Sehr perfekt. Geil, 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 geil. Freut mich jetzt auf jeden Fall, dass wir das haben. Und ich finde es auch ziemlich cool, dass man das fast nicht sieht hier. So, dann haben wir bald unsere Leadstone-Energiezelle. Wir brauchen erstmal noch einen Block hiervon. Mal 2 draus. Ach komm, zur Lagerung ist es eh leichter. So, wir brauchen das hier. Ich glaube, das war so. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Nee, das ist Iron, das ist das Falsche. Okay, dann war es doch anders. Genau. Dann haben wir den ganzen Copper gebraucht. Ich glaube, dafür können wir direkt bauen. Nee, nee. Hier, das Ding brauchen wir. Ah, eine Redstone Conduction, ein Gold. Nee, Conduction ist was anderes. Doch, doch, passt. Ein Gold, 2 hiervon. Tada. Ach komm, das baue ich direkt so. Lol, müssen wir doch schon nichts haben. Copper haben wir nicht dabei, oder was? Doch, haben wir. Na komm, dann baue ich es eben selber, oder was brauchen wir hier noch? Ja, passt doch alles. Müssen wir doch locker bauen können. Copper. Leere Energiezelle. Und
Dann brauchen wir noch das Ding hier. Hä? Dann gibt es ein Frame. Copper Ingot. Oder haben wir hier irgendwo wieder eine Animation nicht, die ich nicht. Hä? Ist noch nicht jetzt fertig. Conduction Coil, ja, habe ich doch hier. Ah, Electrum brauche ich dafür. Ach, scheiße. Boah, Electrum war eine Mischung aus Gold, gepulverizedem und Lead, glaube ich jetzt mal. Das habe ich noch irgendwo vage in Erinnerung. Pulverized Ding und Pulverized Lead. Und das teste ich jetzt mal ganz kurz. Ich glaube, so war das. Habe ich jetzt mein Pulverized Gold hier irgendwo? So. Ah ja, ich google mal ganz kurz mit meinem Handy. Sorry, Leute, dafür, aber. Das ist jetzt nötig. Electrum. Tag of the B-Team. Naja, das lädt jetzt erstmal noch ganz kurz, aber ist jetzt, glaube ich, nicht so schlimm. Wir können ja in der Zeit schon mal schauen, wie es hier drin aussieht. Die Kohle ist immer noch nicht ganz verbrannt, aber dafür haben wir einen ultra großen Energievorrat. Den brauchen wir eigentlich gar nicht. Da können wir schon ein bisschen Kohle rausnehmen. Das langt jetzt erstmal. Und irgendwie mache ich jetzt mal ganz kurz mein WLAN aus. Anscheinend hängt das daran. So, lad doch mal. Electrum Attack of the B-Team hier. Electrum Ingot Attack of the B-Team Wiki. Das klingt auch gut. Ich möchte mich jetzt nicht kurz raustappen. Das ist mal ziemlich schlecht rauszutappen. Wie erstellt man das? You can craft Electrum Ingots by combining Gold Ingot and Silver. Ach, Silber Ingots, okay. Ja, das ist doch dann easy. Brauchen wir nur Silber irgendwo? Tin, Iron, Aluminium, Silber hier. Dann pulverize mir bitte Silber. Zwar nicht alles, aber ein bisschen was vielleicht. Hier ist 42. Perfekt. Also ich finde den Redstone Furnace richtig geil, wenn ich ehrlich bin. Der brennt ja ultra schnell und vor allem er braucht nicht so viel Kohle. Ich meine, ich habe da jetzt 8 Kohle reingeschmissen und habe wirklich richtig viel gemacht und hat gleichzeitig hier noch beim Ding was gemacht. Also es lohnt sich schon mehr, so zu arbeiten. Auch wenn man natürlich viele Vorproduktionen braucht. Das ist aber nicht ganz so schlimm, denke ich mal. Jetzt sollten wir ein bisschen mehr Silber haben. Pulverized Silver. Okay, dann haben wir hier Pulverized Gold und Pulverized Silver. Machen wir direkt mal ein bisschen mehr, können wir bestimmt nochmal brauchen. So, und jetzt hat Lead in jetzt wird wahrscheinlich so sein, ne? Ach, scheiße, nein, da muss ich jetzt da wirklich. Ja, fast ein bisschen geizig dafür. Hä? Ach, ich muss es brennen. Das ist ja Pulverized, genau. So. Muss ich das kurz brennen? Ist jetzt aber nicht ganz so langwierig, denke ich mal. Naja, es geht ja ziemlich schnell. Perfekt. Wir brauchen Electrum Ingot, ja, perfekt. So, jetzt müssten wir das bauen können, oder? Perfekt. Hä? Was macht denn der hier? Sehr schön. Oh, Hammers. So, dann möchte ich jetzt ganz kurz hier was dazwischen schalten. Der Eingang muss hier sein, der Ausgang muss. Ja, von welcher Seite muss der Ausgang eigentlich sein? Ich glaube, hier muss der Ausgang hin und hier ist dann der. Nein, hier ist natürlich jetzt der. Perfekt. Nach unten muss ich auch nichts setzen, von daher. Deswegen kann ich jetzt einfach mal aufladen mit ein, zwei Kohle. Kann ich jetzt einfach mal testen. Hallo? Nimmst du was auf, oder? Ach, der gibt direkt an die erstmal weiter, okay. Wenn ich jetzt aber wiederum sage, kein Output. Genau. Gut, dann sehen wir hier, das lädt sich jetzt perfekt auf. Da bin ich jetzt schon mal glücklich darüber. Puh, das war doch jetzt schon mal nicht gerade leicht, aber doch sehr cool. Wir sind auf jeden Fall weiter als. Scheiß Spinne, ey. So. So. Na, ah, wir hatten hier noch Sand. So eine Scheiße.
Das brauchen wir jetzt alles nicht so dringend oder beziehungsweise gerade nicht. Das können wir einfach so ein bisschen rein aus Interesse da noch stehen lassen. Und schauen wir mal, wie es dem Mini jetzt ergeht. Arbeiten die noch ganz fleißig? Ah, die sind schon fertig. Eieiei, da bin ich aber gar nicht zufrieden mit. Nein, 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 nein. Triffst mich nicht, triffst mich nicht. Triffst mich nicht, habe ich dir gesagt. Okay, so. Da bin ich aber jetzt eher etwas abgeneigt, das hier gut zu finden. Nein, das ist jetzt keine. Ich glaube, hier hat es keinen Sinn mehr zu graben. Ich weiß auch nicht. Ich habe da einfach so das Gefühl, das ist einfach scheiße ist hier. So eine Kacke. Alles raus, was ich hier gerade mal nicht brauche. Aber das heißt ja nicht, dass ihr schon aufhören müsst, denn ich glaube, ich habe ja noch irgendwo. Nein, habe ich nicht. Dann crafte ich nochmal ein, zwei Kisten, denn ja, den Cobblestone möchte ich jetzt nicht alle einzeln wegschmeißen, da habe ich gerade gar keine Lust drauf. So geht's natürlich auch. Dann craftet ihr mir jetzt einfach mal hier. Er baut mir einfach mal hier ab, auch wenn es wahrscheinlich wieder nicht die beste Position sein wird. Zack, zack. Ich gehe ein bisschen weg davon. Yes, Master, ja? Ich habe da nicht so viel von Yes Master gehört, oder? Hoffe ich jetzt einfach mal, dass sie das angenommen haben. Ja, nicht die intelligentesten Burschen und die Wegfindung ist auch nicht gerade Bombe, aber geht schon, geht schon. Dich mal. Boah! Alter. Schock mich mal nicht so. Okay, dann baut ihr jetzt bitte einfach mal hier ab. Now! So cool. Ich werde jetzt mal die ganze Scheiße einfach da reintun, die ich gerade mal brauche. Und dass ich die ganze Cobblestone-Kacke einfach mal wegschmeiße, weil, ey Leute, die Kisten sind mir einfach überfüllt mit der Kacke. Das geht gar nicht. Da hinten ist ja Lava, also von daher muss ich mir auch keine Sorgen machen, dass es mir direkt wieder auf die Eier geht. Hier. Geh. E meine ich natürlich. Irgendwie gab es mal eine Taste, das wegzuschmeißen. Ich habe es aber vergessen, das automatisch rauszuschmeißen. Nee, das war's schon mal nicht. Keine Ahnung, wie es war. Copper, okay, hier ist ganz schön viel Zeug eigentlich noch, aber schaut euch mal an, hier ist nur Cobblestone überall. Ach, gehen wir mal die ganze Kacke hier. Das auch, das auch, das auch. Dann mache ich mal die ganzen Scheiße wieder rein. Das ist jetzt zwar ein bisschen eine unnötige Arbeit, aber diesen ganzen scheiß Cobblestone, der muss einfach mal weg, weil die Kisten einfach nur voll gespammt werden damit und den Rest kann ich ja behalten. Das ist ein bisschen so erinnerungswert. Naja, das ist jetzt ein bisschen eine Scheißarbeit. Aber nicht so schlimm. Jetzt ist er erstmal weg. Mit einer Eisenaxt und Eisenschaufel muss ich eigentlich auch nicht mehr rumhantieren. Ist ein Attack für die BTM nicht gerade notwendig. Aber egal. Ach, der sortiert einem das, wenn man das so macht, automatisch schön. Das kann ich noch brauchen. Das Essen nehme ich auf jeden Fall mit. Naja, das brauche ich alles nicht mehr unbedingt, aber ich nehme es trotzdem mit. Das kann ich brauchen, das kann ich brauchen. Und Cobblestone brauche ich nicht, 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 brauche ich alles nicht. Außer das. Ja, toll. Super. Bullshit. Muskel brauche ich jetzt nicht unbedingt. Deswegen nehme ich den Scheiß hier mit. Ach, den Scheiß kann ich auch hier liegen lassen. Das kann man ja Transmission Coil, kann man in ein paar Sekunden nachmachen. Und ich habe so viel von den Vorräten. Das ist gar nicht so wichtig eigentlich. So, ja. Ne? Dann können wir da jetzt eine automatisierte Scheiße draus bauen. Denn vorher habe ich ja jedes Mal nur die gelben Abfälle dahin gemacht. Ich tausche das Ganze jetzt halt. Das kommt dahin und die gelben kommen hier hin. Denn dann wird alles, was hier reingemacht wird, da brauche ich aber noch eine Kiste schnell. Muss ich mir noch eine craften.
Dann wird alles, was hier reingemacht wird, automatisch pulverisiert und dann direkt gebrannt. Und das ist halt ein ultra geiler Effekt, dass das automatisch schon gemacht wird. Und die gelben Dinger werden einfach in die Kiste zurückgeschmissen. Nee, ich muss oben drüber eine Kiste packen. Brauche ich zwei Kisten jetzt. Wo habe ich das Holz hin? Bestimmt hier irgendwo, ne? Ja, Rubberwood brauche ich aber nicht. Ich brauche das Holz hier. So, dann hätte ich hier gerne nochmal zwei Kisten. So. Eine kommt hier oben drüber. Das könnt ihr übrigens mit Links-Shift und Rechtsklick machen, das oben drüber bauen. Hat bei mir auch gedauert, bis ich das verstanden habe. Ach, ich brauche ja. Hier brauche ich es ja gar nicht oben drüber. Ich brauche es nämlich, nämlich hier oben drüber. Gelbe Scheiße kommt nach oben. Hier kommt das hin und. Nee, stopp. Hä? Scheiße. Also wenn ich da jetzt hat irgendein Erz reinschmeiße. Ich glaube, die habe ich hier hin, genau. Irgendein Erz reinschmeiße. Wird das sofort aufgenommen? Nee, dann brauche ich doch dieses Ding. Welche Farbe? Hier ist dann Orange. Ja. In welcher Farbe wird das aufgenommen? Mit welcher Farbe wird es automatisch aufgenommen? Also muss das hier da raus, das Gelbe muss nach oben. Das muss hier raus, das Gelbe ist da. Brauche ich gar nicht. Die Frage ist nur, wo jetzt die Energie reinkommt, ne? Hinten ist schon blau. Also das Einzige, was blau ist, genau, das ist hier. Mach ich mal rot hier rein. Wird das jetzt aufgenommen irgendwie? Nee. Ja, ne? Das ist jetzt die Frage, wie ging das denn? Da gab es eine Idee, genau, warte mal. Genau, das mache ich dann einfach nächste Folge. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Tag. Dann würde ich sagen, ciao und tschüss.